Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte. Namen und Charaktere wurden verändert. Wabash Avenue, Polizeirevier Chicago, Illinois. Ja, ja. Gehen wir zu ihm. Bitte, Sie rufen an und sprechen mit dem Mann, wo mein Sohn arbeitet. Keine Angst, der zuständige Detective wird das tun. LPW Construction. Sagen Sie Detective? Ja, ja. Ich spreche mit Detective jetzt. Kommen Sie am besten übermorgen wieder. Wieso das? Nach einer Vermisstenanzeige müssen wir 48 Stunden warten. Sie haben nicht unterschrieben. Oh, Entschuldigung. Ja, so ist das. Wir müssen 48 Stunden warten, besonders bei Teenagern. Bitte, warum sagen Sie besonders bei Teenagern? Naja, weil die sehr oft ganz überraschend verschwinden und dann wieder auftauchen. Shakespeare Avenue, Polizeirevier Chicago, ein Jahr später. Ich habe wirklich nicht die Absicht, Ihnen auf die Nerven zu gehen. Aber inzwischen sind schon 4 Monate vergangen. Es wird Sie überraschen, wie viele Menschen so wie Ihr Sohn als vermisst gemeldet wurden. 16.000 bis 17.000 im letzten Jahr, allein im Gebiet von Chicago. Sehr viele tauchen wieder auf. Die anderen... Leider haben wir zu wenig Beamte und zu wenig Zeit. Aber Sie suchen doch weiter nach ihm, oder? Natürlich. Keine Angst, er kommt wieder. Glauben Sie mir. Des Plaines, Illinois, 2 Jahre später. Leider kann ich im Moment nicht mehr für dich tun, Chris. Vielleicht im neuen Jahr, okay? Worum geht's denn? Ums Geld. Ich würde ihm gern mehr zahlen. Er arbeitet gut. Wie viel zahlen Sie den Jungs? Die kriegen in der Stunde $2,50. Ist ja nicht zu fassen, die reinste Ausbeuterei. Meine Leute fangen mit $5 die Stunde an. Wie schnell können Sie die Regale einbauen? Das kann ich nicht so genau sagen. Außer Ihrem Auftrag hier habe ich noch mehrere in Chicago fertig zu machen. Ich beklage mich natürlich nicht. Ich friere mir im Wagen den Arsch ab. Stell doch die Heizung an. Dann kriege ich eine Erkältung. Hören Sie, ich brauche die Regale jetzt für die Feiertage. Teddy, was meinst du? Na kommen Sie, John. Ich bin ein guter Kunde von Ihnen. Sie kriegen die Regale so schnell wie möglich, Vincent. Das habe ich eben gefunden. Gehört einem John Gacy. Er arbeitet manchmal für Mr. Austin. Ist das gut? Wer ist denn die Glückliche? Meine Mom hat Geburtstag. Ob sie gefällt? Sie wird begeistert sein. Oh. Könntest du es für mich einpacken? Natürlich. Danke. Hier. Was soll ich damit? Es ist kalt, jetzt sieh sie an. Ich will nicht, dass du alles voll niest.
zum Geburtstag, Mrs. Gant. Vielen Dank, Cindy. Woher weißt du's? Chris hat es mir gerade erzählt. Gleich fragt sie dich, wie alt du wirst. Ich werde 46. Mom. Ich schäme mich meines Alters nicht, du? Nein. Können wir gehen? Sekunde, ein Mann hat hier sein Auftragsbuch vergessen. Vielleicht gibt er mir einen Job. Er zahlt das Doppelte von dem, was ich hier verdiene. Warte, Chris. Draußen ist es sehr kalt. Du bist schlimmer als meine Mom. Ich komme gleich wieder. Es ist sehr kalt geworden. Chris! Chris! Christopher! Chris! Chris? Also im Geschäft ist er nicht mehr. Was kann denn bloß passiert sein? Ich habe keine Ahnung, Mr. Austin. Nirgendwo eine Spur von ihm, weder drin noch am Hinterausgang. Aber er wollte sofort zurückkommen. Vielleicht wollte er zu Fuß nach Haus gehen. Es ist ja nicht weit. Keine Sorge, ihm ist schon nichts passiert. Sicherheitshalber rufe ich nochmal bei Gacy an. Vielleicht ist er mit ihm oder Caslow mitgefahren. LPW Construction. Leider kann ich nicht persönlich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen, melde ich mich, so wie ich wieder zu Hause bin. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. John, hier spricht Vincent Austin. Bitte rufen Sie mich doch so schnell wie möglich an. Meine Nummer ist 555-1422. Mike, warum bist du denn so früh auf? Basketballtraining vor dem Unterricht. Wir spielen heute Abend. Ach ja? Dad! Ich komme natürlich. Das hoffe ich. Trotzdem müsstet ihr nicht so früh anfangen. Du hast es gerade nötig. Ja, deine Männer halten dich ganz schön auf Trab. Der Kaffee ist fertig. Möchtest du ein paar Eier? Nein, ich bin schon spät dran. Ach, vielleicht hätte dein Vater ein einfacher Polizist bleiben sollen. Manchmal wünsche ich mir das auch. Jedenfalls haben wir ihn früher häufiger gesehen. Ja, ich habe schon verstanden. Gehst du jetzt jeden Morgen so früh los? Tja, bei dem neuen Job muss ich das, sonst werde ich mit der Arbeit nicht fertig. Es macht dir aber Spaß, oder? Ja, fast genauso viel wie dir Basketball. Wer ist euer Gegner? Faith Baptist aus Chicago. Die sind voll gut drauf. Das heißt, die sind gut? Ah. Er kann das Spiel kaum erwarten. In ein paar Wochen habe ich wieder mehr Zeit. Komm, ich fahre dich. Bitte sehen Sie sich doch mal diese Vermisstenmeldung an. Christopher Gant, ich möchte gern Ihre Meinung hören. Was denn so früh am Morgen, soll ich schon denken? Das wäre jedenfalls nett. Ihr vom Jugenddezernat habt doch mit solchen Fällen mehr Erfahrung. Hier verschwinden nicht so sehr viele Leute. Jedenfalls nicht hier in Des Plaines, längst nicht so viele wie in Chicago. Die meisten sind Ausreißer. Ärger zu Hause oder in der Schule und weg sind sie. So ist es bei dem bestimmt auch. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ein gut aussehender Junge. Hm. Er ist auf der West High School ein intelligenter Schüler. Ist Ihr Sohn nicht auch dort? Ja. Dieser Junge hat seit seinem 12. Lebensjahr nach der Schule gejobbt. Sein Vater oder seine Mutter haben ihn immer abgeholt. Das hört sich eigentlich nicht nach einem typischen Ausreißer an. Eigentlich nicht. Lieutenant Kosenzig? Ein Mr. und eine Mrs. Gant warten auf Sie. Sie haben gestern Abend die Vermisstenmeldung aufgegeben. Gut, ich komme. Schon geht's los. Und Sie sind sicher, als Ihr Sohn den Drugstore verließ, hatte er die Absicht, mit Mr. Gacy zu sprechen, der ihm einen Job anbieten wollte? Ja, aber um genau zu sein, er hat den Namen nicht genannt. Woher wissen Sie? Ich habe ihn von Cindy Beck erfahren. Sie arbeitet mit Chris zusammen in dem Laden. Sie sagte, Chris war aufgeregt, weil er wusste, er würde da doppelt so viel verdienen wie in dem Drugstore. Das Ganze ist schwer zu begreifen. Eben stand er noch mit mir und Cindy in dem Geschäft. Und plötzlich ist er. Möchten Sie sich vielleicht hinsetzen, Mrs. Gant? Gibt es einen speziellen Grund, wieso Chris sich Geld verdient? Was ist denn daran so wichtig? Er spart das Geld, weil er sich eine Dunkelkammer einrichten will. Er ist ein sehr guter Fotograf. Ich habe ihm angeboten, eine Ausrüstung für ihn zu kaufen, aber er will sie selbst bezahlen.
Er ist ein ungewöhnlich selbstständiger Junge. Vielleicht sogar zu selbstständig. Hier steht, dass Mr. Austin Mr. Gacy zu Hause anrief. Ja, aber er war nicht da. Zumindest ist er nicht ans Telefon gegangen. Als dann Chris immer noch nicht nach Hause kam, haben wir all seine Freunde angerufen. Aber er war nirgendwo. Darauf beschlossen wir, die Straßen abzufahren. Wir haben gehofft, ihn irgendwo zu entdecken. Aber wir haben ihn nicht gefunden, daher... Deshalb kamen wir. Mrs. Gant, wir tun unser Bestes, um Ihren Sohn wiederzufinden. Vielen Dank, Lieutenant. Wir werden Sie über alles informieren. Sie hören von uns. Miss Gant, kann ich Sie bitte kurz sprechen? Gibt es unter Umständen einen Grund, weshalb Ihr Bruder weggelaufen sein könnte? Gibt es vielleicht etwas, das Ihre Eltern nicht erfahren sollen? Natürlich nicht. Worauf wollen Sie hinaus, Lieutenant? Glauben Sie, dass er in irgendwelchen Schwierigkeiten steckt? Beunruhigt Sie irgendwas? Gestern Nacht sagte uns der diensthabende Beamte, es sei üblich, bei vermissten Personen 48 Stunden zu warten, ehe etwas geschieht. Ja, ich verstehe. Ein schlimmes Geburtstagsgeschenk. Was heißt das? Gestern hatte meine Mutter Geburtstag. Wir hatten gewartet, dass Chris nach Hause kommt und mit uns feiert. Egal, woran Sie arbeiten, geben Sie es ab. Ich will, dass Sie sich nur auf diesen Jungen konzentrieren. Wann hat Atkins Dienst? Er hat heute frei. Rufen Sie ihn an, er soll sofort herkommen und Ihnen helfen. Joe? Ja. Sollten wir nicht doch noch etwas abwarten? Nein. Was ist bei der Gegenüberstellung rausgekommen? Ich habe die Leute fast mit der Nase drauf gestoßen und habe gesagt, das da ist der Mistkerl, der eure Geschäfte überfallen hat. Ein Monat Arbeit. Und keiner hat den Kerl eindeutig identifiziert. Gut, ich lasse die Streifen verstärken. Vielleicht erwischen wir ihn, wenn er frech genug ist, es noch einmal zu versuchen. Haben Williams oder Atkins angerufen? Nein. Weil wir gerade beim Thema sind, ich brauche dringend Hilfe. Ich laufe mir die Füße wund, um die Vorladung zuzustellen. Ja, ich kümmere mich später drum. Ich habe gewusst, dass er das antwortet. Lieutenant? Ich habe keine Zeit. So ein Kind machen die zum Leiter unserer Abteilung. Der ist kein Kind. Der ist schon 15 Jahre bei uns. Waren Sie in dem Shoppingcenter? Williams war da. Haben Sie was? Nichts, was Ihnen gefallen wird. Austin kann sich nicht erinnern, dass Gacy mit Christopher Gant gesprochen hat. Haben Sie Mr. Gacy erreicht? Ja, telefonisch. Er sagt, er hätte im Drugstore nur mit Austin gesprochen. Mit keinem Angestellten, auch nicht beim zweiten Mal, als er kurz kam, um sein Auftragsbuch zu suchen. Und wann hat Mr. Gacy dann mit Christopher Gant über einen Job gesprochen? Vielleicht gar nicht. Was heißt das? Naja, ich habe ein paar Dutzend Leute befragt, die in dem Shoppingcenter arbeiten. Ich habe die ganzen Läden abgeklappert. Ein oder zwei sagen, sie hätten Christopher Gant auf der Straße gesehen. Aber keiner hat ihn mit jemandem sprechen sehen, auf den die Beschreibung von John Gacy passt, die mir Austin gegeben hat. Na toll. Anscheinend hat überhaupt keiner mit Gacy geredet. Wie wirkte Gacy auf Sie? Er sagte nur, tut mir leid, dass der Junge vermisst wird, ich kann Ihnen nicht helfen. Haben Sie schon das Mädchen gefunden, diese Cindy Beck? Maine West High School. Und? Sie ist mit Chris befreundet, weiter nichts. Und was sagt sie? Sie hat bestätigt, was Mrs. Gant gesagt hat. Chris wollte kurz rausgehen, um mit einem Bauunternehmer wegen eines Jobs zu sprechen. Mr. Gacy sagt, er hätte ihm keinen angeboten. Haben Sie irgendeine Idee, was dem Jungen passiert sein könnte? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich nicht? Chris hat manchmal sehr sprunghaft reagiert und ausgefallene Dinge getan. Trotzdem ist er nicht ausgerissen. Nicht mit solchen Eltern und schon gar nicht am Geburtstag seiner Mutter. So denke ich jedenfalls über den Fall. Rufen Sie in Chicago an. Fragen Sie, ob es eine Strafakte Gacy gibt. Wenn ich für den Satz, halten Sie den Dienstweg ein, jedes Mal einen Dollar bekommen hätte, wäre ich ein Krösus. Arbeitet Ihr Freund noch im Polizeiarchiv, Atkins? Versuchen Sie ihn zu erreichen. Vielleicht kann er etwas für uns rausfinden. Mein Freund macht niemals Nachtschicht. Na gut, dann versuchen Sie ihn eben privat zu erreichen.
Ich habe was vor heute Abend. Sie sollen versuchen, ihn zu erreichen. Wir haben sicher irgendwas übersehen. Ich habe kein gutes Gefühl. Informieren Sie mich. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben hier einen Magneten, der alle miesen Fälle anzieht, die sich in unserer Gegend ereignen. Haben Sie ihn erreicht? Gerade eben. Und weiter? In Chicago gab es mal zwei Anzeigen gegen einen John Gacy. Weswegen? Körperverletzung. Die erste liegt 5 Jahre zurück. Da ging es um schwere Körperverletzung. Der Fall wurde abgeschlossen. Die zweite ist vom Juli dieses Jahres noch nicht abgeschlossen. Welche Art von Körperverletzung? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen? Sie wissen es nicht. Mehr hat mir mein Freund eben nicht mitgeteilt. Dann rufen Sie ihn bitte nochmal an. Hören Sie, Lieutenant. Er hat schon jetzt viel riskiert, mir das alles inoffiziell zu verraten. Also gut, in Ordnung. Ich könnte morgen nach Chicago fahren und den Rest rausfinden. Nein, nein, nein. Morgen könnte es zu spät sein. Joe. Wir wissen doch genau. Körperverletzung könnte alles sein. Von einer Kneipenschlägerei bis zu einem Angriff, bei dem das Opfer in Lebensgefahr gerät. Warum warten wir nicht, bis wir es genau wissen? Wir müssen jetzt los. Also was ist, Lieutenant? Ich möchte, dass Sie beide mich so schnell wie möglich vor Gacys Haus treffen. Ja, ganz richtig, so schnell wie möglich. Ich muss wohl schon wieder ein Spiel verpassen. Joe. Ist schon gut. Ja. Geht's um Christopher Gant? Fast jeder in der Schule redet darüber. Meinst du, du findest ihn? Ja, ich hoffe es. Ist ihm was passiert? Ich weiß es nicht. Sorry, vielleicht hätte ich doch den Staatsanwalt einschalten sollen. Wie weit können wir gehen? Wenn er uns nicht reinlassen will und es ablehnt, mit uns zu sprechen, können wir nach Hause fahren. Was machen wir also? Alles, um den Jungen da rauszuholen. Falls er drin ist. Was haben wir schon gegen Gacy? 2 Anzeigen, bei denen wir nicht genau immerhin wissen, ist ein Junge verschwunden. Er wird ja noch nicht mal 24 Stunden vermisst. Ich hoffe, dass ich mich irre, dass der Mann in Ordnung ist und dass Chris Gant gesund wieder auftaucht. Trotzdem, ich habe ein ganz dummes Gefühl im Magen. Dann wollen wir Ihren Magen nicht länger quälen. Vielen Dank. Also los. Selbst wenn wir ins Haus reinkommen, wir haben keinen Durchsuchungsbefehl. Beim geringsten Hinweis, dass der Junge im Haus ist oder mit Gacy was nicht stimmt, machen wir weiter. Dann kann mich der Kerl ruhig verklagen. Sie haben wohl gerade geklingelt. Tut mir leid, ich war im Bad.
Lieutenant Kosenzik, des Plains Polizei. Detective Williams, Detective Atkins. Wir untersuchen das Verschwinden von Christopher Gant. Ich kann Ihnen leider nicht mehr sagen als dem Officer, der mich angerufen hat. Eigenartig. Wir haben nämlich einen Zeugen, der gesehen hat, wie Sie gestern Abend mit dem Jungen vor dem Drugstore gesprochen haben. Das muss sich um einen Irrtum handeln. Vielleicht sollten wir dann reingehen und alles klären. Natürlich. Sie nicht. Nur er. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen unfreundlich war. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Die erste ruhige Minute des ganzen Tages. Manchmal geht das Geschäft zu gut. Das verstehe ich. Wie gesagt, es gibt einen Zeugen. Dieser Zeuge lügt. Er glaubt sogar, der Junge ist in ihr Auto eingestiegen. Ich sage doch, er lügt. Oder Sie lügen. Ich möchte, dass Sie noch mal nachdenken, Mr. Gacy. Gibt es irgendwas, das Ihnen zu Christopher Gant einfällt? Nein. Nein, nichts. Ich hoffe, Sie finden ihn. Einen Moment noch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Sehen Sie das hier? Ich bin Deputy Sheriff, ehrenhalber, weil ich so viel für die Polizei gespendet habe. Dann verstehen Sie ja sicher, warum ich verwirrt bin. Dürfte ich mich wohl kurz im Haus umsehen? Natürlich. Wenn Sie einen Durchsuchungsbefehl haben. Nein, Sir, den habe ich nicht. Dann sollten Sie jetzt ganz schnell verschwinden. Wollen Sie denn nicht aufmachen? Ist das ein Befehl? Sind Sie zufrieden? Ich möchte, dass Sie mich aufs Revier begleiten. Was soll denn das jetzt werden? Sie werden zum Protokoll geben, wo Sie letzte Nacht waren. Das kann ich nicht. Wieso nicht? Mein Onkel ist letzte Nacht gestorben. Vom Drugstore bin ich ins Chicago General Hospital gefahren. Sie können es überprüfen. Ich bekomme jeden Moment einen Anruf meiner Tante. Sie erwartet, dass ich mich um die Beerdigung kümmere. Rufen Sie sie doch an. Wie ist Ihre Nummer? Sie ist sicher gerade unterwegs. Hören Sie, sehen Sie nicht, dass ich durcheinander bin? Ich habe meinen Onkel geliebt. Ich liebe meine Tante. Ich komme aufs Revier, so wie es die Zeit zulässt. Aber warten Sie nicht zu lange. Anscheinend haben Sie keinen Respekt vor dem Tod. Ich möchte Ihnen einen guten Rat geben, Mr. Wie spricht man Ihren Namen aus? Kosenzik. Kosenzik. Ich habe ein paar sehr einflussreiche Freunde bei der Chicagoer Polizei. Wir sind nicht in Chicago, sondern in Des Plains. Ich erwarte Sie. Ihr Polizisten habt vielleicht Nerven. Das ist Theodore Kaslow. Er ist Bauleiter bei Gacy. Irgendeine Spur von dem Jungen? Laut Aussage von Vincent Austin, dem Inhaber des Drugstores, wartete Kaslow gestern Abend vor dem Laden. Vielleicht ging Chris zu ihm raus, um über einen Job zu reden. Ja. Rufen Sie gleich morgen früh Chicago an. Könnte sein, dass die... Was über Kaslow haben? Ja, und ich brauche Einzelheiten dieser Anzeigen gegen Gacy. Ich möchte, dass einer von Ihnen hier bleibt, um das Haus zu überwachen. Wir könnten uns in allem gründlich irren. Ich bleib hier.
Ja, ich höre, Terry. Der Lieferwagen fuhr mit einem wahnsinnigen Tempo weg. Ich beschloss, ihm zu folgen. Und wo ist er hingefahren? Tut mir leid, die Straßen waren sehr glatt. Ich habe ihn verloren. Na gut, fahren Sie nach Hause und schlafen Sie etwas. Staatsanwalt benachrichtigen. Natürlich wird man uns kein Wort glauben. Ist ja auch schwer zu verstehen. Wir kommen nach Hause, finden eine Tote in unserem Badezimmer. Wir müssen dann behaupten, wir hätten sie bei... Wie war das Spiel? Sie haben gewonnen. Und wie war Michael? Gut. Schade, dass du nicht dabei warst. Ja, wirklich schade. Ist er zufrieden? Ja, sicher. Hast du was über den Jungen herausgefunden? Michael würde doch nicht weglaufen. Und Christopher Gant hat das auch nicht getan. Ich weiß es. Aber ich weiß einfach nicht, was ich jetzt tun soll. Naja, wenn ich schon etwas mehr Erfahrung in diesem Job hätte, würde alles viel leichter sein. Du erreichst dein Ziel. Schon als einfacher Polizist hast du immer dein Ziel erreicht. Ich kenne dich. Wir geben eine Suchmeldung mit der Beschreibung des vermissten Christopher Gant an alle raus. Tippen Sie das bitte ab. Das soll im ganzen Staat verteilt werden. Und wenn der Junge okay ist? Hoffen wir es. Büro Lieutenant Kosenzik? Es ist Mr. Gacy. Tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht mehr kommen konnte. Ich war schon auf dem Weg. Es war glatteisig. Ich bin in einen Graben gefahren. Es dauerte eine Ewigkeit, da wieder rauszukommen. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie es überprüfen lassen. Es passiert an der Ecke Grand und Forest. Nein, nein. Ich glaube Ihnen, Mr. Gacy. Warten Sie immer noch auf mich? Ja, so schnell ich kann. Gut. Also hör mir mal gut zu. Du fängst da drin an, Platz für die Regale auszumessen. Klar? Und ich bitte dich, mach keinen Quatsch. Verstanden? Hey, Kaslo! Du sollst die Jungs nicht vom Arbeiten abhalten. Noch was? Ja, schicken Sie Abzüge von dem Foto mit raus. Ein gut aussehender Junge. Ja. Was haben Sie? Den Bericht aus Chicago. Ihr Magen hatte tatsächlich recht. Gacys Strafakte. Danke sehr. Ich gehe rüber zum Büro des Staatsanwalts. Ich verstehe Ihre Sorge wegen des vermissten Jungen, Lieutenant. Aber womit wollen Sie einen Durchsuchungsbefehl für Gacys Haus begründen? Ich habe hier Protokolle der beiden Verhaftungen Gacys in Chicago. Bei beiden ging es um Notzucht an jungen Männern. Hier im ersten Protokoll sagt ein junger Mann aus, Gacy hätte ihn in seiner Garage gefangen gehalten. Er hat den Jungen geschlagen und hielt ihn dann für tot. Deswegen konnte der Junge entkommen. Zeigen Sie hier.
Da steht auch, Gacy stritt alle Beschuldigungen ab. Die Anklage wurde fallen gelassen. Der Junge ging auf den Strich. Darum ist es kein Wunder, dass man seiner Aussage weniger geglaubt hat als der eines geachteten Geschäftsmanns. Hätte man ihm geglaubt, würde man Chris Gant jetzt vielleicht nicht vermissen. Und der zweite Fall? Noch nicht abgeschlossen, aber die gleichen Beschuldigungen. Davon steht hier nichts. Dann setzen Sie sich mit dem Jungen in Verbindung. Er hat die Stadt nach dem Vorfall verlassen. Ah ja. Sie haben es selbst gesagt. Mr. Gacy ist ein geachteter Geschäftsmann. Unter diesen Umständen dürfte es schwer sein, den Richter davon zu überzeugen, einen Durchsuchungsbefehl auszustellen. Lieutenant Kosenzig? Ja? Jemand aus Ihrer Abteilung will Sie sprechen. Ja? Gacy ist doch noch aufgetaucht. Er will nur mit Ihnen reden und er will nicht lange warten. Was haben Sie gestern mit ihm angestellt? Verbreiten Sie bloß keine Gerüchte. Hören Sie, belehren Sie ihn über seine Rechte und stellen Sie die üblichen Fragen für das Protokoll. Lassen Sie ihn auf keinen Fall gehen, bevor ich zurück bin. Gut. Gacy. Warum warten Sie nicht, bis Sie seine Aussage haben? Nein, ich glaube, Chris Gant ist in diesem Haus und ich will ihn da rausholen, bevor ihm etwas Ernsthaftes passiert. Ich befürworte Ihren Durchsuchungsbefehl. Mr. Gacy, erinnern Sie sich daran, ob Sie mit jemandem sprachen, als Sie zum Krankenhaus fuhren, um Ihren Onkel zu sehen? Was soll diese Frage? Bezweifeln Sie vielleicht meine Aussage? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie erinnert sich nicht, Sie gesehen zu haben. Es interessiert mich nicht, ob sich diese Oberschwester erinnert oder nicht. Ich habe es nicht nötig, Ihnen irgendwas zu beweisen. Sie sollten sich mal meine Urkunden zu Hause ansehen. Ich wurde von der Handelskammer zum Geschäftsmann des Jahres gewählt. Ich kann Ihnen auch meine Bankauszüge und Steuererklärungen zeigen. Wo sind Sie gestern Nacht noch hingefahren? Das habe ich dem Lieutenant bereits gesagt. Reden Sie nicht miteinander? Wie lange soll das noch so weitergehen? Ich habe eine Firma zu leiten. Ich muss mich um die Lohnzahlungen kümmern. Aber woher sollten Sie sowas schon wissen? John Gacy? Ich glaube, ich bin ihm schon mal begegnet. Er arbeitet viel mit dem Demokratischen Club zusammen. Sie denken tatsächlich, er hat einen Jungen entführt? Ja, Sir. Wenn ich richtig verstanden habe, hat mein Mandant sich Ihnen 6 Stunden zur Verfügung gestellt. Ja, 6 Stunden. 6 sinnlose Stunden. Bitte, John. Ist das richtig? Dann kann ich nicht verstehen, warum Sie sich weigern, ihn gehen zu lassen. Er ist immerhin ein Mann, der in seiner Branche einen einwandfreien Ruf genießt. Lassen Sie uns verschwinden. Zum Teufel mit diesem verdammten Polacken. Mr. Gacy, geben Sie mir bitte Ihren Hausschlüssel. Wofür? Ich habe hier einen Hausdurchsuchungsbefehl. Sie werden ihm den Schlüssel geben müssen. Oder wollen Sie sich lieber eine neue Haustür anschaffen? Wie haben Sie den gekriegt? Ich bin auch gespannt auf Ihre Antwort, Lieutenant. Reden Sie mit Ihrem Mandanten. Sie haben mich wohl auf Ihrer Abschussliste, ja? Hat Mr. Gacy eine Aussage gemacht? Hat er sie unterschrieben? Noch nicht. Gehen Sie das ganze Protokoll noch einmal durch, und zwar in Anwesenheit seines Anwalts, und dann soll er unterschreiben. Terry? Verdammt nochmal, wollen Sie nicht endlich was unternehmen? Wofür bezahle ich Sie? Ich kümmere mich um Ihre geschäftlichen Angelegenheiten. Irgend, wenn Sie hier fertig sind, untersuchen Sie die Garage. Chris? Sie durchsuchen da alles. Chris?
Spuren in der Garage? Nein, nichts. Keine Spuren von dem jungen Lieutenant. Da sind ein paar frische Flecken drauf. Das könnte vielleicht Blut sein. Nach der Laboruntersuchung kann ich Ihnen genaueres sagen. Aber es ist wohl Blut. Gut, haben Sie Perlontüten im Wagen? Holen Sie sie und auch Ihre Kamera. Wir werden das ganze Haus nochmal durchsuchen. Und zwar nach allem, was Gacy mit dem Verschwinden von Chris Gant in Verbindung bringen könnte. Worauf warten Sie? Wir kommen zu spät. Der Junge ist tot. Moment. Ed! Fotografien. Und eintüten. Ein Highschool-Ring, Main West. Aus welchem Jahr? Er ist nicht von Chris. Die Initialen sind L.A.T. Gut. Wir werden dem nachgehen. Ed, fotografieren Sie den Schreibtisch. Das ganze Zimmer. Ist eine Falltür. Machen Sie sie auf. Ich muss sie beim ersten Mal übersehen haben.
sowas. Wer ist denn da? Verhaften Sie mich oder nicht? Wir haben in einer Schublade Ihres Schreibtisches eine Menge Schmuck gefunden. Ist Schmuck gesetzlich verboten? Wir haben auch einen Balken mit zwei Handschellen entdeckt. Das genügt jetzt, Lieutenant. Sie wissen genau, dass Sie so nicht weitermachen können, es sei denn, es wird Anklage erhoben. Wenn Sie mein Haus durcheinander gebracht haben... Würden Sie Mr. Gacy nach Hause fahren? Mich muss niemand nach Hause fahren, ich habe ein Auto. Nein, Sir, wir haben den Wagen und den Lieferwagen für eine Untersuchung beschlagnahmt. Darf er sowas? Ja, ich fürchte ja. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Sie wollen mich ruinieren. Sie wollen mich und meine Firma ruinieren. Aber das schaffen Sie nicht. Ich fahre Sie nach Hause. Wiedersehen, Dummkopf. John. Würde der Junge jetzt durch die Tür reinkommen, würde ich ihn nicht kennen. So wenig, wie er mich kennen würde! Mehrere pornografische Männermagazine, mehrere Herrenunterhosen, zwei kleine Schmuckkästchen, Herrenbrieftaschen, gebraucht, aber leer, eine große Sammlung an Herrenschmuck, Uhrenringe, alle zu klein für Gacys Finger, Silber- und Goldkettchen, Armbänder, Kugelschreiber, verschiedene Sorten Betäubungsmittel, Medikamente und ein paar Handschellen. So spät noch wach? Morgen ist eine Prüfung in Physik. Und, wie geht's dir? Gut. Es tut mir leid wegen gestern Abend. Die Entscheidungsspiele beginnen übermorgen. Kannst du da kommen? Ja, ich denke schon. Hast du Zeit, den Weihnachtsbaum zu kaufen? Ja, sicher. Wir kaufen wie jedes Jahr den Baum gemeinsam. Wie kommst du voran? In der Schule fragen sie dauernd danach. Leider nicht so gut. Es ist schrecklich. Auto, Mr. Gacy? Ein Mietwagen. Schließt ihr schon? Ja, Sir. Hast du Lust, mit mir Billard zu spielen? Und vielleicht könnten wir auch einen Joint rauchen. Nein, heute nicht. Na ja, wenn du willst, können wir beide uns ja mal einen anderen Abend treffen. Einverstanden? Vielleicht. Ich würde mich sehr freuen. Hier. Na los, nimm es. Das ist doch nicht nötig. Na los, nimm es. Für die gute Bedienung. Halbe Abteilung arbeitet schon an dem Fall und jetzt wollen Sie außerdem... Welche halbe Abteilung? Atkins und Williams vom Jugenddezernat, Gil Barton und Bill Walton. Das sind 4 Leute, die Abteilung hat 10. Ach, Sie sind doch ein Erbsenzähler. Genehmigen Sie mir eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Gacy? Wer soll die durchführen, die andere Hälfte der Abteilung?
Mike Paxton und die Delta Unit. Die Jungs haben Erfahrung mit Überwachungen, die machen das richtig. Ja, und wenn ich sie von ihren anderen Aufgaben abziehe, entsteht so eine Lücke. Ausgerechnet zu dieser Jahreszeit, nur um einen vermissten Jungen zu finden. Einen Killer. Übertreiben Sie nicht, Joe. Sie nennen den Mann einen Killer und wissen nicht einmal, ob der Junge tot ist. Ich bin heute Morgen bei der Familie des Jungen gewesen. Ich habe gesagt, Sie sollen die Hoffnung nicht aufgeben. Aber Sie haben sie aufgegeben. Sagen Sie mir, weshalb? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl bei diesem Fall. Die Sachen, die wir in Gacys Haus gefunden haben, dann die beiden Anzeigen, die gegen ihn erstattet wurden. Angeblich wegen Körperverletzung. Die beiden Jungen überlebten und konnten aussagen. Nur einer, weil Gacy ihn für tot hielt. Sind Sie bei diesem Fall nicht zu persönlich engagiert? Im Übrigen sind Sie und Mike Paxton. Nein, das stimmt nicht. Wir verstehen uns jetzt besser. Aber natürlich gibt es immer noch ein paar ältere Beamte, die mich nicht ausstehen können. Ich habe Sie nicht zum Leiter gemacht, damit Sie einen Popularitätswettbewerb gewinnen. Ich habe Sie ein paar Älteren vor die Nase gesetzt, weil ich glaube, Sie sind der Richtige für den Job. Beweisen Sie mir nicht das Gegenteil. Das werde ich nicht. Es war nicht klug, Gacy gestern so lange festzuhalten. Nein, Sir. Kriege ich die Leute? Wissen Sie, was Weihnachten für mich bedeutet? Noch mehr Probleme, mit denen ich fertig werden muss. Diese Delta-Cowboys sollen dem Kerl nicht zu sehr zusetzen. Sonst kriegen wir eine Klage an den Hals. Danke, Wally. Danken Sie mir nicht zu schnell. Ich höre, in Ihrer Abteilung bleibt andere Arbeit liegen. Ja. Hey, wenn ich wegen Ihrer Ermittlungen von oben Ärger kriege, halten Sie den Kopf hin. Und wenn keine Ergebnisse kommen, blase ich die Sache ab. Noch was, Joe? Seien Sie diplomatisch mit Paxton. Er macht den Job länger als Sie. Sie haben doch gesagt, ich könnte über die Delta-Leute verfügen. Ich habe nur meine Genehmigung gegeben. Sie müssen Paxton zur Mitarbeit bewegen. Ja, ja. Weihnachten. Warum übernehmen Ihre Leute das nicht? Weil meine besten Leute schon den Spuren nachgehen, die wir bisher haben. Und nun wollen Sie auch noch die Delta-Unit ohne Rücksicht auf unsere Arbeit. Bill, lassen Sie uns bitte einen Augenblick allein. Ich hätte wohl besser vorher mit Ihnen darüber gesprochen. Das wäre sehr nett gewesen. Dazu war ich nicht verpflichtet. Aber ich hätte es wohl tun sollen. Was bedeutet das hier? Ich habe Bill Walden mit der Koordinierung des Falles beauftragt. Er ordnet alle Informationen, die zu dem Fall reinkommen. Und warum wollen Sie den Kerl ständig beschatten? Um herauszufinden, was er mit der Leiche des Jungen gemacht hat. Und Sie glauben, er ist dumm genug, Sie an den Ort zu führen? Wenn wir ihn beunruhigen, kriegt er vielleicht Angst, er habe die Leiche nicht gut genug versteckt. Das vermuten Sie. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszukriegen. Ja, ja, meine Jungs sollen sich den Arsch aufreißen. Mike, wollen Sie mir nun helfen oder nicht? Der Kerl hat einen Jungen getötet. Das hätte Ihr Sohn sein können oder meiner. Machen Sie es mir nicht unnötig schwer. Und wie weit sollen wir gehen? Sie sollen ihn nur beschatten. Der Kerl ist mit allen Wassern gewaschen. Er geht gegen uns vor, so wie wir ihm einen Grund liefern. Aber er soll ja wohl merken, dass er beschattet wird. Ja. Lückenlose Beschattung. Ja. Damit werden Sie sich ganz schön unbeliebt machen. Wie waren die Initialen? L.A.T. Leonard Alexander Thomas. Das ist auf dieser Seite der Einzige. Die Schüler sind alle beunruhigt. Ah, da ist noch einer. Trask. Lester Aaron Trask. Das sind die Einzigen in den letzten 2 Jahren mit diesen Initialen. Schenke dir der hingegangenen ewigen Frieden durch deinen Sohn Jesus Christus. Möge er seiner Familie und seinen Freunden für immer im Gedächtnis bleiben und versage auch ihnen nicht deine Güte. Möge seine Seele für immer und in alle Ewigkeit Frieden finden. Amen.
diverse Beerdigungen. Besuchst du oft Vaters Grab? Für sowas war Vater nicht. Deine Liebe war ihm wichtiger. Sie war ihm das Wichtigste. Es tut mir leid, dass ich nicht da war, als er starb. Ihr beide seid doch Polizisten, oder? Ich habe ein paar gute Polizisten als Freunde. Was ist denn, John? Ach, das sind nur ein paar Penner. Ist was passiert? Nein, nein, alles in Ordnung. Geh schon weiter, bring sie zum Wagen. Ich komme in einer Minute nach. Warum verfolgt ihr mich? Hä? Das hat dieser Polacke angeordnet. Warum hackt er auf mir rum? Was zum Teufel habe ich ihm getan? Genau, dass Chris bald wieder auftauchen wird. Er wird dann bestimmt eine gute Erklärung für sein Verschwinden haben. Da bin ich ganz sicher. Dürfte ich kurz einen Blick in sein Zimmer werfen? Ich gehe schon. Lieutenant, tut mir leid, dass ich das letzte Mal so unfreundlich war. Nicht doch. Schon gut. Danke. Sie wollten mir noch irgendwas sagen, Lieutenant. Ich habe einen Suchtrupp der Staatspolizei angefordert. Die Leute werden das Waldgebiet um den Fluss herum durchsuchen. Ich brauche einige Kleidungsstücke, die Chris getragen hat, damit die Hunde die Witterung aufnehmen können. Das hört sich nicht besonders ermutigend an. Sie werden unseren Chris doch finden. Damit wir ihn wenigstens anständig beerdigen können. Versprechen Sie mir, dass Sie den Mann, der ihn umgebracht hat, nicht entkommen lassen. Mr. Trask, Ihr Sohn war in den letzten Jahren einer der zwei Abgänger der Maine West High School mit den Initialen L.A.T. Geschenkt habe. Mr. Trask. Ja, Sir. Könnte ich wohl mit Ihrem Sohn über den Ring sprechen? Unser Sohn wird seit fast 2 Jahren vermisst. Gehen wir, lasst ihn ruhig merken, dass ihr da seid. Aber versucht nicht, die Helden zu spielen, klar? Ja, ja. Das da vor uns ist doch Gacys Wagen. Wohin fährt denn der so eilig? Wer weiß. Was meinst du, hat er den Jungen umgelegt? Kosenzig behauptet das jedenfalls. Thank you.
Warum habt ihr so lange gebraucht? Wollt ihr Penner mich jetzt wegen Geschwindigkeitsübertretung verhaften? Hallo, John. Hallo. Hey, 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 wie geht's euch allen? Und wie geht's dir, John? Gut, aber nach dem Drink geht's mir noch besser. Oh, wen haben wir denn da? Na, halt deine Hände ein bisschen im Zaum, ja? Ich hab was für dich. So? Ja. Da, 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 da. Das ist beste Qualität. Oh. Gib den beiden Kerlen da einen Drink auf meine Rechnung. Ja. Scheiße, gehen mir langsam auf die Nerven. Ich habe gehört, Sie beide sind Johns Leibwächter. Dieser verdammte Hurensohn. Wer ist eigentlich der Kerl, der daneben unserem Arbeitgeber sitzt? Oh, das ist Ted Caslow. Also was kann ich Ihnen zu trinken bringen? Wir sind im Dienst. Aber Mr. Gacy möchte Sie einladen. Nein. Aha, gut. Trotzdem viel Spaß. Wir die drei mitnehmen? Weswegen? Besitz und Genuss von Marihuana. Er provoziert es doch. Den Gefallen tun wir ihm nicht. Noch nicht. John! John! Schlechtes Zeug. Was soll das? Ja. Weiteres Stück absuchen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Wir tun alles Menschenmögliche, trotz des Wetters. Ich melde mich, wenn wir was entdecken. Wissen Sie, eine Hellseherin könnte uns helfen. Eine Hellseherin? Ja. Reden Sie keinen Unsinn, Centauri. Sie hat schon vielen Polizeidienststellen geholfen. Aha, und wie viel haben Sie ihr erzählt? Überhaupt nichts. Sie hat nur den Artikel über den vermissten Jungen gelesen, der in der Zeitung stand. Ich glaube, Sie können alle Unterstützung gebrauchen, die Sie kriegen können. Trask, Lester A. wird seit fast 2 Jahren vermisst. Was hat die Chicagoer Polizei wegen des vermissten Jungen unternommen? Nicht sehr viel, sagt Mrs. Trask. Wieso? Also, ihr Sohn hatte ein Auto, einen roten Honda mit Heckklappe, 3-4 Jahre alt, ist auch verschwunden. Ein Freund sagte aus, Lester hätte geäußert, er wolle den Wagen verkaufen. Angeblich hatte Lester seinen Job satt und brauchte Geld, um zu verschwinden. Glauben Sie, dass es so war? Nein. Wieso nicht? Er hat seinen letzten Lohn bei der Baufirma nie abgeholt. Bei welcher Firma? LPW? Roberts Landry Chicago. Tut mir leid. Tja. Hat die Laboruntersuchung der Beweisstücke was ergeben? Na, nichts, was uns weiterhilft. Kommen Sie, was ist mit dem Blut? Ich meine mit dem Blut auf dem Balken, den ich gefunden habe.
Blutgruppe 0. Die hat Chris. Wie die Hälfte aller Amerikaner. Terry, Sie müssen noch mal mit Mrs. Trask reden. Der Ring ist doch nicht von allein in Gacys Haus gekommen. Joe. Das verschwundene Auto von Lester, 3 oder 4 Jahre alt, mit Heckklappe. Ja, ja, ja. Laut Bericht der Überwachungsbeamten DeMarco und King verließ Gacy den Privatclub gegen 2 Uhr mit einem Ted Carslow. Carslow fuhr einen Honda mit Heckklappe. Rot, 3 oder 4 Jahre alt. Was? Bin ich etwa hinter dem Falschen her? Das mit dem Auto könnte ein Zufall sein. Nein. Wir müssen die Zulassungsnummer rauskriegen. Terry, ich glaube nicht an Zufälle, nicht bei diesem Fall. Hier zählen nur die Tatsachen. Lester Trask wird vermisst, sein Auto wird vermisst und dieser Carslow fährt es. Was haben wir über Carslow? Nicht sehr viel. Ja, weil ich mich die ganze Zeit zu sehr auf Gacy konzentriert habe. Zumindest wissen wir, dass Carslow Rockridge Drive 2144 wohnt. 10 Minuten vom Drugstore entfernt. Und da war er an dem Abend, als Chris Gant verschwand. Gacy war auch da. Und den Ring von Trask haben wir in Gacys Haus gefunden. Carslow hat 3 Jahre bei Gacy gewohnt. Er hat geheiratet und ist vor 6 Monaten ausgezogen. Naja, wenigstens eine Entwicklung. Gacy war auch verheiratet. Toll, das hilft uns wirklich weiter. Gacy. Und Carslow, haben wir irgendeine Strafakte von Carslow? Es gibt keine, weder hier noch in Chicago. Ja, ja, vielleicht ist er gerissener, als wir zu Anfang dachten. Also holen Sie ihn her und wir quetschen ihn aus. Wie kommen Sie vorwärts, Lieutenant? Sehr gut. Ich habe einige Anrufe erhalten. Von Leuten, die Gacy kennen. Sie sind der Überzeugung, Sie seien hinter dem Falschen her. Sie sagen, mit ihm sei alles in Ordnung. Das werde ich mir merken. Gut. Ich glaube nicht, dass wir in die falsche Richtung gehen. Wir kommen lediglich nicht so schnell voran, wie wir sollten. Ich will nicht zusehen, wie Sie sich Ihr Grab schaufeln. Es geht nur um einen Fall, nicht um Ihre Karriere. Das werde ich mir auch merken. Will uns wohl töten. Wen meinst du, Gacy oder Cosette? Was ist los, Freunde? Habt ihr Schwierigkeiten, ihn hochzukriegen? Ich meine den Motor auf Touren. Ich besuche hier meinen neuen Anwalt, Jake Burns. Kennt ihr ihn vielleicht? Nein, Sir. Na, das kommt noch. Er ist schlau, er ist sehr schlau. Er wird diesen Kosenzig daran hindern, mich ohne Grund weiter zu schikanieren. Es tut mir ehrlich leid, mit anzusehen, wie ihr zwei in Schwierigkeiten kommt wegen dieses verdammten Pollacken. John hat ihn mir verkauft. Für $350. Und wann? Vor einem Jahr. Oder auch früher. Ich glaube, er hat mich reingelegt. Diese miese Schrottkarre ist ein Ölfresser. Haben Sie mit Gacy einen Kaufvertrag gemacht? Nein, hätte ich mal machen sollen. Ich habe nicht dran gedacht. Aber Sie haben natürlich die Zulassungsurkunde. Leider verloren. Wirklich schade. Fuhren Sie den Honda an dem Abend, als Sie in Austin's Drugstore waren? Welcher Abend war das?
Vor 4 Tagen. Der Abend, an dem Chris Gent verschwand. Ach, deswegen die ganze Fragerei. Nein, ich hatte den Firmenwagen. Sie fuhren doch 2-mal zu dem Drugstore. Ja. Beim 2. Mal wollte John, dass ich hinter ihm herfahre. Er wollte sein Auftragsbuch abholen. Sein Wagen machte ihm Ärger. Als wir da waren, fuhr ich gleich weiter. Wo fuhren Sie hin? Zu mir? Wissen Sie, meine Alte kann nie genug kriegen. Sie haben also Chris Gant weder gesehen noch mit ihm geredet. Wenn John das gesagt hat, lügt er. Hat John mit ihm geredet? Woher soll ich denn das wissen? Sie ihn nach Lester Trask gefragt. Er kennt ihn nicht und er weiß nicht, ob Gacy ihn kennt. Aber Gacy hätte sich an einige Jungs, die bei ihm arbeiten, rangemacht. Er natürlich nicht. Sagen Sie ihm, dass ich normal bin. Sagen Sie ihm, ich bin verheiratet. Hat er Ihnen die Namen dieser Jungs genannt? Angeblich erinnert er sich nicht. Verdammt nochmal, was treibt ihr da eigentlich? Kommen Sie her, wenn Sie glauben, Sie könnten es besser. Entschuldigung. Ich entschuldige mich auch. Ich bin übermüdet, der Fall geht uns allen an die Nerven. Schon vergessen.